Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategie-, Wirtschafts-, Gedöns-, Spaß-, Fun-Spiels. Ich begrüße euch zurück zu einer neuen Runde Off-World Trading Company. Im ersten Video haben wir ja das erste Tutorial abgeschlossen und ich würde sagen, wir springen mal direkt rein ins zweite Tutorial und sehen mal, was uns dort so Schönes erwartet. Welcome to Mars. Your company has been granted mining claims on Mars. We need to explore this section of Mars, find some resources and then found HQ. Okay, also um das kurz zusammenzufassen, wir sind auf Mars gelandet und sollen uns jetzt ein Plätzchen suchen, wo wir unser Hauptquartier bauen. Am besten, wo ein Cluster von brauchbaren Ressourcen ist, dort in der Nähe sollen wir also unser Hauptquartier bauen. Okay, dann fangen wir mal an. Wir sehen also, es ist jetzt ein bisschen, ich mache mal kurz auf Pause, anders als im ersten Tutorial. Wir starten also, ohne dass jetzt irgendwas erforscht ist, in der Nähe von so einer Ausgangsbasis, die ja auch auf der ersten Karte mit da war, und haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, also was heißt verschiedene, wir haben die Möglichkeit, Areale zu scannen nach Ressourcen und kriegen auch pro gewisse Zeiteinheit neue Scan-Möglichkeiten dazu. Und haben auch einen Gegner, die wir dann auch besiegen sollen, indem wir sie aufkaufen. Dann drücke ich mal auf Play und fange einfach mal an. Ach, das geht nicht. Okay, dann. Ooh, a geothermal vent. That will be useful. Okay. Medium levels of water found. Und scan jetzt hier einfach Medium mal so levels durch of die aluminum found. Gegend. Low levels of carbon Zack. found. Zack. High levels of aluminum found. Also hier ist sehr viel Aluminium, Carbon und hier ist auch Wasser. Ich würde einfach sagen, wir forschen hier mal noch ein bisschen drumherum. Wieso kann ich mehr? Ah, so, okay. Levels of carbon found. Okay, also ihr seht schon, hier ist es viel Carbon und Aluminium. Carbon ist Kohlenstoff. Und ich würde sagen, wir setzen uns einfach mal hier so in die Mitte, dann sind wir vom Wasser nicht ganz so weit weg. So. Permit approved and cleared, sir, with Alpha 3 team reporting in. We will have the first factories up and running in no time. Low levels of iron found. Und ihr seht, jetzt haben wir das HQ gebaut und jetzt Low levels of silicon found. forscht das auch die Karte frei. Medium levels of silicon found. High levels of water found. So, ich baue gleich mal. Medium levels of iron found. Ich schließe gleich mal die Wasserquelle an. Und baue auch ein Food. Und ein Oxygen-Produktions-Dingsbums. High levels of iron found. So, das ist Aluminium. Das hoch. So, das schließen wir auch gleich mal an. Und ihr seht schon, wir müssen mit den Claims diesmal ein bisschen mehr haushalten. Können wir jetzt noch eins von den. Nein, da brauchen wir Steel. Okay. Das heißt, wir müssen Iron anschließen. Und Iron ist zum Beispiel. Da unten ist Iron. Da ist Iron. Das sind alles. Ah, hier ist Iron. Und Steel. Das bauen wir mal hier hin. Und dann würde ich sagen, machen wir das direkte With this new expansion, we have increased our potential production rates by a lot. The shareholders will love it. Okay, also. Beding! Wir haben jetzt erstmal die Grundressourcen so halbwegs versucht anzuschließen mit dem ersten Level unseres Hauptquartiers. Ihr seht, wir
haben ein Stromproblem, was hoffentlich wir bald gelöst haben. Können wir? Nein. Dazu brauchen wir Steel. Dazu müssen wir warten, bis die Stahlmine, der Stahlofen auch Eisen bekommt zum Produzieren. Und wir haben auch nicht genug Wasser. Das ist natürlich auch pretty uncool und deswegen schließen wir gleich mal die nächste Wasserquelle an. Und warten jetzt drauf, dass wir Stahl bekommen. Dazu muss natürlich... Ah, jetzt kommt Eisen. Die Eisenmine hat also angefangen zu produzieren. Und dann werden wir also auch gleich genug Stahl haben, um diese geothermale Quelle anzuschließen. Unser Gegner ist immer noch nicht präsent. Aber das verschafft uns den Vorteil, den zeitlichen Vorteil, dass wir ja unsere Produktion schon mal ein bisschen ausbauen können. So, wie sieht's denn aus? Die Hälfte von den 30 benötigten Steel haben wir schon. Man kann ja auch die Zeit natürlich beschleunigen. Da geht es alles ein bisschen schneller. Wie ihr seht. Und sobald wir dann auch genügend Strom für uns produzieren, können wir auch wieder unsere Schulden hier abarbeiten. Nämlich jetzt. Zack. Und in der Zwischenzeit könnten wir jetzt zum Beispiel auch schon ein bisschen Aluminium verkaufen. Und ihr seht, da steigen unsere unser Geld, unser Barvermögen. Aber unsere Schulden häufen sich natürlich immer noch weiter an, weil wir noch keinen eigenen Strom produzieren, was auch noch ein bisschen dauert. Ich will auch ehrlich gesagt jetzt keine weiteren Gebäude erstmal bauen, weil die natürlich unser Stromdefizit noch erhöhen würden. Okay. So, jetzt produzieren wir unseren eigenen Strom. Das finde ich super und wir haben auch einen Überschuss. Und deswegen können wir jetzt mal anfangen, uns auch um Silikon oder Silizium, ja, ich habe immer noch nicht nachgeschlagen, was die korrekte Übersetzung ist, zu kümmern. Ich guck mal nach, ob wir hier auf der Karte irgendwo auch richtig gute Vorkommen finden. Hier ist was. Medium. Das ist, glaube ich, auch Medium. Medium, das müsste auch nochmal Medium, ja. Ja, ich glaube, höhere Vorkommen gibt es leider nicht. Gut, dann schließen wir mal mit einer Siliziummine, Silikonmine, das Vorkommen an. Unsere Schulden werden langsam abgebaut und der Strompreis sinkt so allmählich. Und was brauchen wir denn jetzt so? Wir könnten Chemikalien herstellen, dafür brauchen wir Carbon, also Kohlenstoff. Oder wir könnten Glas herstellen. Wir könnten Glas herstellen. Das können wir doch machen, das klingt doch sehr gut. Oder nein, was erzähle ich denn? Das ist ja eine Carbon-Mine, da brauchen wir das hier. Und die produziert also aus diesem Silicon und Sauerstoff Glas. Das heißt, wir brauchen noch eine Sauerstoffproduktion. Die bauen wir doch mal einfach direkt daneben. Und machen wir hier auch. Ihr seht, dass mein Wert auch steigt. Der Wert von unserem Konkurrenten steigt auch. Ich weiß gar nicht, hat sie jetzt schon irgendwas gemacht? Nein. Was sind das hier für Vorkommen? Das ist Aluminium. Aber Aluminium haben wir genug. So, wir könnten jetzt also schon mal einen Anteil von ihr kaufen. Zack. Super geil. Und jetzt gucken wir doch mal. Wasser produzieren wir, Strom produzieren wir. Könnte ich theoretischerweise. Ah, wir könnten mal aus Spaß einfach so ein Solarpanel bauen. Und da sehen wir, auf hohem. Kann man das hier sehen? Wie nicht? Ah, wir haben keine Claims mehr. Okay. Dann machen wir erstmal ein Upgrade. With this new expansion, we have increased our potential production rates by a lot. The shareholders will love it. Ah, the shareholders will love it.
Okay. Man sieht also, dass die Stromproduktion oben auf dem Berg natürlich besser ist, als wenn ich die hier zum Beispiel hier unten am Krater baue. Deswegen bauen wir doch einfach mal boah, hier so neben unser Silikon-Ding, Silizium-Ding, einfach nochmal so ein Stromteil, einfach weil wir es können. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch ein Patient Lab oder wenn wir auch genug Ressourcen hätten, ein Pleasure Dome bauen, aber das ist eigentlich gar nicht notwendig. Wir müssen einfach bloß genug Geld scheffeln, um hier von unserer Gegnerin Anteile zu kaufen. Und da wir von dem ganzen Zeug hier so viel haben, verkaufen wir einfach mal ein bisschen was. Benötigen wir eh nicht die Ressourcen, auch Essen. Und ihr seht auch, wenn man Sachen verkauft, sinken die Preise, weil natürlich einfach mehr Angebot auf den Markt geworfen wird. Man sollte also zusehen, dass man nicht so viel auf einmal verkauft. Aber ihr seht, wir haben jetzt schon 20.000 Geld, Dollar, und damit könnten wir einfach mal hier, zack, weitere Anteile Your kaufen stock und... is being bought. Ah, okay, die gute Dame hat also auch von uns jetzt Anteile gekauft. Interessant, wir haben ja auch schon einen sehr hohen Wert von 19 Dollar. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir sehen einfach zu, dass wir jetzt weitere Ressourcen ansammeln, um sie quasi platt zu machen. Wir haben auch jetzt gleich wieder genug Geld zusammen, um einen Anteil zu kaufen. Ihr seht auch, wenn wir Anteile vom Gegner kaufen, dass unser eigener Wert scheinbar auch steigt, logisch. Uns gehört ja dann quasi mehr. Und ihr seht ja, wir haben von sehr, sehr viel Eisen. Und da verkaufen wir doch einfach mal was. Ihr seht auch, wenn man jetzt Steuerung drückt, gedrückt hält, verkauft man immer nur einen Anteil. Und wenn man Shift drückt, verkauft man gleich 100 Anteile. Standardmäßig verkauft man, glaube ich, immer 10. So Alumi Ihr seht jetzt auch, dass der Wert von Eisen ist stark gesunken. Wir kriegen also pro Einheit nur noch 13 Dollar. Das ist schon sehr wenig. Wenn wir jetzt Fuel verkaufen würden, kriegen wir pro Einheit also 100 Dollar. Und das ist natürlich schon ordentlich. Und kaufen einfach mal weiter. Also ihr seht, ich habe das zweite Tutorial auch schon mal angespielt. Ich weiß also so grob, worum es geht. Beim dritten Tutorial muss ich dann sagen, bin ich dann auch blind? Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber das ist ja egal. Es geht ja bei den Tutorials darum, das Grundprinzip des Spiels zu lernen. Und die sind, vermute ich mal, noch sehr einfach gehalten. Ich habe auch jetzt noch keine Speicherfunktion gefunden, also die sind dementsprechend vermute ich auch mal sehr kurz. Und wir verkaufen einfach mal weiter Ressourcen, um Geld anzuhäufen, um unsere Gegnerin aufzukaufen. So, noch zwei Ressourcen. Ihr seht, wir produzieren Unmengen an Aluminium. Stahl haben wir auch sehr viel. Und zack. Ah, es reicht immer noch nicht. Und jetzt können wir sie endgültig aufkaufen und die Sache auch beenden. Also das Prinzip, ihr seht, es geht darum, dass man halt mit der Zeit durch Ressourcenverkauf, ich weiß nicht, ob es was es noch für Möglichkeiten gibt, einfach so viel Geld anzuhäufen, damit man in der Lage ist, den Gegner aufzukaufen. Ich hoffe, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man den Gegner in Anführungsstrichen bekämpfen kann. Es gibt ja hier auch noch diese neutrale Station, die sich ja auch, wie man sieht, mit Schritt für Schritt ausbaut. Was es da für Interaktionsmöglichkeiten gibt, weiß ich noch nicht, aber das wird sich bestimmt noch zeigen. Jetzt beenden wir die Sache hier erstmal. Zack! Und da haben wir gewonnen. So, dann schauen wir mal noch kurz in die Auswertung. Auch wenn die Gegnerin später angefangen hat, seht ihr, dass wir dann doch der Anstieg der Graphen doch recht parallel verläuft. Wir haben also am Anfang entweder uns sehr viel Zeit gelassen oder was auch immer, waren halt nicht die schnellsten auf jeden Fall. Ist auch egal. Wir haben es geschafft. Gehen wir mal wieder zurück in die Übersicht.
Und ja, als nächstes haben wir dann WinS Robotic. Mal gucken, was das wird. Das schauen wir uns aber erst im nächsten Video an. Wenn euch das Tutorial und das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich super drüber freuen. Wenn ihr Tipps für mich habt, schreibt sie in die Kommentare. Oder schreibt auch einfach rein, wie ihr das Spiel so findet, ob ihr es kennt oder ob es für euch neu ist. Wie gesagt, es gibt es auf Steam als Early Access Titel. Den Link packe ich auch natürlich mit in die Videobeschreibung. Man muss dazu sagen, das Spiel ist auch nicht ganz so günstig. Es kostet, glaube ich, 35 oder 36 €. Das ist für den Early Access Titel schon sehr, sehr viel, wie ich finde. Und ich bin halt auch gespannt, ob es das Geld wert ist. Aber das werden wir Schritt für Schritt sehen. Das war das zweite Video zu Offworld Trading Company. Wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.